Wir sind zurück bei Let's Drive Drive Club with Bikes. Und wir werden heute erstmal gucken, wie wir alles in der Tour so weitermachen. Wir werden die normale Karriere ohne Add-on weiterspielen. Das Add-on wird wahrscheinlich erst kommen in Folge 5161. Also werden wir erstmal gucken, was uns die Karriere bietet. Wir werden jetzt die ganze Zeit erstmal noch im KTM-Stil durch die Gegend fahren. Und ich finde das ganz interessant, dass sie das hier wirklich stark sortiert haben und dass es gar nicht mal so ein bisschen durcheinander ist. Ich würde es lieber ein bisschen mehr durcheinander haben wollen, aber die haben das hier echt kategorisiert. Aber naja, die Bewertung des Spiels ist vorbei, die Note steht. Und ich danke jedem dafür, der hier da und da mal ein Like da gelassen hat und natürlich auch kräftig in den Kommentaren seine eigene Meinung geschrieben hat. Finde ich gut. So, heute werden wir KTM Skill Run fahren. Und das klingt ja eigentlich wie ein Widerspruch. Ach, guck an, sie haben auch die Sterne genauso angefangen einzubauen mit Bedingungen, wenn man jetzt nämlich zwei Bedingungen erfüllen muss in einem Rennen. Das kann man leider nicht stacken, um einen Stern zu verdienen. Wir werden mal gucken, das gleiche ist auch für die silbernen. Wie ihr seht, so viel verändert sich das nicht, aber das wird wahrscheinlich halt ein kleiner Knackpunkt. Wir werden mal gucken, wie ich mich dabei anstelle. So, wir fahren wieder mit der guten KTM. Ja, dann wollen wir mal. Bin mal gespannt, ob ich schaffe, eine Gesamt-Wheelie-Zeit von, ja, 3 Sekunden hinzukriegen. Und dabei halt noch einen guten Platz zu belegen. Wird sich zeigen. Ach ja. So, dann wollen wir mal. Der Stuhl knackt wieder. Das ist gut. Ach hier, das ist doch der gleiche Level wie aus der Herausforderung, die wir gefahren sind. Vor allem bin ich ja mal gespannt, wenn so welche Stunt-Dinger hier kommen, ob die irgendwann auch sind, dass man nochmal eine Zeit dabei erfüllen muss. Das wäre ja nämlich auch nochmal was ganz Interessantes. Wow. Wow, wow, wow. Ach, guck an, wenn du aufhörst zu beschleunigen, hört auch der Timer auf, obwohl du noch einen Wheelie machst. Interessant. Sehr interessant. So, wir sind ordentlich rüber und ab durchs Ziel. Ich bin mal gespannt, ob das jetzt gereicht hat, dass wir alle bekommen. So, wir haben erstmal mehr Punkte, als wir verdienen mussten. Und wir haben alle 3 Sterne. Sehr gut. So muss das sein. So freut das den Icehawk. Fängt ja schon mal gut an. Ja. Ging ja schneller als gedacht. Und gleich beim ersten Versuch. Das wünschte ich mir, dass es beim normalen Drive Club genauso wäre. So, dann werden wir mal gucken hier. Was ist das hier? Glen Morgan Trails. Ach was. Aha. Das hat, die haben da eingebaut, das gibt's doch nicht. 1 Minute 20 mit der KTM. Ja, bin ich ja mal gespannt. Wenn das so weitergeht, dann können die Folge ja heute nur 5 Minuten dauern. Na gut, ich muss erstmal 1 Minute 20,5 aufstellen, ne? So schaut's ja auch mal aus. Und wir fahren wieder Indien, in der dreckigen Stadt. Auf dieser dreckigen Strecke hier, wo wieder richtig schön Sand liegt. Und das freut uns ja als Motorradfahrer. Wir lieben ja Sand auf der Strecke. Sand, besonders in Kurven, lieben wir Motorradfahrer, wir lieben ja Sand. Unser natürlicher Freund, was habe ich da jetzt gemacht gerade? Keine Ahnung, was ich das hätte tun sollen. Ich bin hier zum Zeitfahren, ich habe keine Ahnung, was das gerade war. So, hier ist die Ideallinie. Habe ich noch keine Zeit aufgestellt, sehr gut. Aber ich muss sagen, es ist vom Fahren definitiv anders. Es ist definitiv anders. Und das lässt sich eigentlich mit dem normalen Drive Club mit Autos nicht vergleichen. Das sind zwei unterschiedliche Fahrverhalten. Das Einzige, was sich wirklich nur ähnelt, ist die Strecke. Und die das Fahren ist komplett anders und ja, allein dieses Kamera hin und her wackeln ist auch schon mal was, wo man sich so denkt, so boah, ich kotze gleich gegen den Monitor. Das geht auf die Augen. Ungelogen, das geht bei mir tierisch auf die Augen und vielleicht ist es auch bei euch ein bisschen nervös und wenn es euch so ein bisschen, ja, auch Unbehagen bereitet, würde ich mal sagen, dann müsst ihr halt mal ab und zu ein bisschen weggucken. Oder ich muss mal gucken, ob ich vielleicht eine andere Fahrperspektive wähle oder so, aber es ist schwer. Es ist schwer, da etwas hinzubekommen. So, ich glaube gerade, ich schlage gerade die Zeit schon in der ersten Runde. Kann das sein? Ja. Gleich beim ersten Mal. Lustig. Ganz ehrlich, lustig. Okay. Ja. Das war Bikes? Nein, natürlich nicht. Ey, wir haben einen Ninja freigeschaltet und sogar die 30 Jahre Edition. Bam, Junge, das freut's mir. Und gleich noch ein schönes Flip-Flop-Design für unsere KTM leider nur. Bike interessiert. Ach, guck mal an. Oho. Ach, guck mal an. Wir sind auf Platz, in der besten Liste auf Platz 25.722. Das heißt, da frage ich mich allerdings, ob das natürlich jetzt die Gesamt addierte Zeit ist von Auto und Bike oder ob das jetzt nur Bike ist. Wenn es natürlich Bike wäre, heißt es, dass mindestens 25.000 Menschen oder fast 26.000 Menschen sich dieses Add-on geholt haben.
Das wäre natürlich eine mega geile Sache. Ganz ehrlich, ist natürlich eine mittlere Katastrophe für den Hersteller. Wenn ich an Dark Void denke mit Konami, die gesagt haben, das ist die katastrophalste überhaupt, dass das Spiel sich nur 75.000 Mal verkauft hat, lache ich bis heute noch, Alter. Und sich Spiele erst rendieren, wenn sie sich 2 Millionen Mal verkaufen, Alter. Also, weiß ich echt nicht, Alter. So. Ich kann gar nicht lesen, wo ist denn da... Ach da, ganz klein geschrieben. Blue Blood. Alles klar. Blaues Blut. Alles klar. So, wir werden das Ganze mit der Yamaha machen. Sehr schön. Wir haben eine Ninja freigeschaltet, fahren jetzt aber erstmal mit der Yamaha. Gut, das Karrieremodus, das ist uns vorgegeben. Werden wir erstmal gucken. So, erreiche eine Rundenzeit schon wieder. Alles klar. Werden wir mal gucken, wie sich die Yamaha fährt. Bin ich die schon gefahren? Ja, die bin ich im Multiplayer schon 34 Kilometer gefahren. Ach ja, das war das mit den hässlichen Augen. Ah, ja, ja, stimmt. Hässliche Augen in dem Sinne, weil sie... Die Maschine kommt direkt aus dem Rennsport und die wussten nicht, wo sie eine Straßenzulassung hinkriegen, dass sie da eine gescheite Lampe einbauen können und haben einfach diese beiden Lampen unten runtergeklatscht, Alter. Okay, der Sound ist auch eine mittlere Katastrophe. Und tschüss! So, da wollte ich doch erstmal hier ein bisschen ins Interieur reingucken. Aber ich muss sagen, also in Sachen Rückspiegel, die Rückspiegel sind ja, also wenn das in echt wirklich so wäre... Das ist ja eine Katastrophe. Du siehst ja die Rückspiegel. Was bringen denn die Seitenspiegel? Die bringen ja gar nichts. Guck mal, selbst in der Helmperspektive. Die sind doch voll verdeckt. Das würde doch niemals im deutschen TÜV durchgehen. Alter, was? Muss mal irgendwo mal gucken, wo ich mal in echt mich auf eine draufsetzen kann, auf die Yamaha. Okay, die habe ich ja so noch nie in den Händen gehabt, diese Version hier. Wie ich da mal was... Wie das wirklich so in echt ist, Alter. Das wäre ja wirklich eine mittlere Katastrophe, das... Guck mal, das so in der Ausblase ist natürlich komplett anders. Aber das ist, wenn das in echt wirklich so wäre, ne. Das wäre ein absolutes No-Go im Kauf, in der Kaufentscheidung. Ich sehe ja gar nicht, was passiert. Ja gut, es gibt auch die Idioten, die sich die Seitenspiegel abmontieren im Real Life, aber das ist ja sowieso nicht erlaubt. Es gibt ja genug Vögel, die das machen. So, wir fahren ganz gut rum. Der Karrieremodus scheint irgendwie... Also ich habe jetzt nichts am Schwierigkeitsgrad eingestellt, wie ihr seht. Wir kriegen auch immer Gold. Ich fahre auf den normalen Standard-Schwierigkeitsgrad und das ist normal. Leicht kann ich einstellen, aber trotzdem muss ich sagen, ist es jetzt irgendwie nicht besonders anspruchsvoll. Und ich fahre ja hier nun wirklich wie der schlechteste Hampelmann seit Richard Gere. Und, Alter, das ist... Das bin ich gerade sehr ranfordernd. Wenn man sich hier wirklich gescheit anstellt, bist du mit Bestzeiten eigentlich gesegnet. Aber auf so einer ruhigeren Strecke, wo du nicht so viele hektische Kurven, Links-Rechts-Passagen und so hast, fährt sich das Spiel ruhiger. Aber die Kamera wackelt doch ziemlich krass mit her. Ziemlich krass. So, jetzt können wir erstmal unseren eigenen Geist jagen, das ist gut. Wir können auch hinter unserem eigenen Geist hinterherfahren eine ganze Zeit lang. Das ist auch okay. Denn wir haben ja nur im dritten Sektor haben wir erst Mist gebaut. Darum können wir uns da noch genügend Zeit lassen, würde ich mal sagen. Und wir müssen uns dann nur um 0,7 verbessern. Siehst du, eigentlich echt wäre ich schon übelst über die Leitplanke weg und hätte mir schon Bein gebrochen oder sonst irgendwas. Schienbein ausgekugelt oder so. Die Scheibe weggeletzt, Alter. Ah, keine Kurvenschraube. Aber egal, wir müssen nur vorne bleiben. Ah, okay, ich sprach es und blieb nicht vorne. Das ist schwer, ich habe hier gar keinen Idealpunkt, Alter. Ich muss jetzt mal übelst rauskriegen, wie ich hier irgendwo einen Idealpunkt finde. Okay, jetzt endlich eine Kurvenschraube. Ich habe mir schon Sorgen gemacht, Alter. Was haben sie Kurvenschraufen rausgenommen? Das sieht gar nicht mal schlecht aus, wenn du hier so guckst. Wie geil das? Sieht aus wie so ein richtig schwarzes, fettes Grinsen, Alter. So ein Maul und dann die Iron Man-Augen dazu. Sieht geil aus. Die müssten beleuchtet sein oder so. Mit LEDs. Richtig cool. Sieht aus wie eine Hornisse oder so. Geil. Orange Hornet. Yellow Hornet. Ne, das klingt nicht so. Da klingt der klassische Green Hornet schon besser. So. Jetzt muss ich aber meine Zeit aufstellen. Auf jeden Fall war ich, glaube ich, schon mal über meine Zeit rüber. Ja, alles klar. Boah, erstmal hier den Einlenkpunkt finden. Das ist wirklich
Es sind so zwei Sachen, die sich krass beißen. Das Bremsverhalten ist übelst krass, sofort Anker werfen, aber das Lenken an sich ist dafür sehr träge. Also. Ich bin ja nun mal vom Fach. Das ist wirklich schon eine Einstellung, da muss ich sagen, Unrealismus pur. Naja, was willst du erwarten? Ja, Mario Kart ohne Bananen und Schildkrötenpanzer. Ne, wir können auch einigermaßen... Ne, können wir nicht. Allein dieser Powerslide gerade in dieser Miniatur-Links-Rechts-Passage, der hätte uns eigentlich so den Hintern wegreißen müssen und so ins Eiern bringen müssen, dass wir das kaum hätten auffangen können. Naja. Sieht aber soweit ganz gut aus. So, jetzt sind wir durch. Ja, alles klar. Konnten wir Abkürzungen, dass wir eine Kurvenschraube bekommen. Sehr gut. Zweiter Sektor haben wir Zeit gelassen, aber der 3. Sektor wird jetzt unseren Sieg darstellen. Kommt doch schon die Bestzeit angefahren, aber die wird uns nicht mehr einholen. Boom! 278 ist die maximale Speed, die wir mit der Yamaha rauskriegen. Das ist gar nicht mal so schlecht und wirklich beeindruckend für diese Maschine. Geil. Und da freut sie sich. Ah. Sehr gut, haben wir uns um 1,1 Sekunden gegenüber der Bestzeit verbessert. Finde ich gut. Finde ich echt gut. Oh, was haben wir da? Das ist denn das? Stufe 1 Ziele. Waren die pur umgekehrt? Hätten wir mit dem Ferrari 499 fahren müssen, hätten wir auf jeden Fall nochmal einen Bonus bekommen in Sachen Erfahrungspunkte. Und wir haben da auf jeden Fall irgendwas eingestellt und wir haben 30 Millionen Erfahrungspunkte haben wir noch nicht erreicht. Hm. 30 Millionen Erfahrungspunkte, da sind wir ziemlich hoch. So, wir haben auf jeden Fall aber schon mal einiges freigeschaltet. Geil. Geil. So, wir sind auf Platz 9.675 von 25.000 Leute. Ey, das ist gar nicht mal so schlecht. Sind wir besser als die Hälfte. Sehr, sehr schön. Dann würde ich mal sagen, für ein nächstes Rennen reicht es leider nicht ganz. Ich muss mir das mal irgendwie einfallen lassen, dass wir das besser machen. Aber ich will kein Rennen mittendrin einfach pausieren, Mann. Das ist richtig fies. Dass einfach so ein Cut in der Mitte ist. So, wir werden jetzt mal gucken. Wo ist denn hier Lackierung? Da will ich noch schnell rein. Ein paar Minuten habe ich ja noch. Ja, erstmal finden. Nee, halt, Garage. Da ist Garage. Was sind wir jetzt gefahren? Wir sind Yamaha gefahren. Was ist das? Special? Nee, wo sind die? Wo findet man diese Lackierungstypen? Aha. Aha. Schöne, übrigens schönes Eisblau. Gefällt mir richtig gut. Richtig gut. Okay, hier sind die Standardsachen, die man einstellen kann. Aber ich will eigentlich jetzt die Designs gar nicht haben. Ich will Farben haben. Metallic? Wie kann ich denn das machen? Mit Viereck. Metallic, Metallic Matt, Alter. Das ist doch ein Widerspruch an sich, Mann. Wie heißer Schnee. Trockenes Wasser. Eishock ist ein guter Spieler. Das sind so Gegensätze, weißt du? Naturgesetze, weißt du? Die können nicht stimmen. Matter Glatz, Alter. Hm, keine Ahnung, wo es die Farben gibt. Schade. Hätte ich jetzt mal gerne mal eingestellt. Naja, aber unsere Farbe sieht auch nicht schlecht aus. Obwohl ich eigentlich ein anderes Rot genommen habe. Das ist mir ein bisschen zu Bordeaux-mäßig. Aber naja. Gut, dann würde ich mal sagen, machen wir für heute Schluss. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ich hoffe, euch hat es auch ein bisschen Spaß gemacht. Ich freue mich immer, wenn ihr dabei seid und meine Boxencrew memt. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Rennen wieder. Und in diesem Sinne kann ich nur sagen, macht heute noch was Sinnvolles. Ihr seid die Besten. Ich bin euer Eishawk. Ciao.